Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Soul Silver. Und es ist jetzt ein bisschen später, dass ich diese Folge aufnehme, wie man immer hier sieht. Das ist ja schön, dass man es das hier sieht. Ich wollte gerade schon wieder in den Knofenser Tower gehen, ist Quatsch. Wir haben am letzten Mal nämlich den Knofenser Turm abgeschlossen und werden heute uns an der Arena versuchen. Ich würde im Normalfall sagen, dass hier unser guter Rollo gut aufräumen kann, aber da wir hier in der Randomizer sind, ist das wahrscheinlich eher nicht der Fall. Und ich glaube nicht, dass wir hier nur Flug-Pokémon sehen werden, auch wenn er uns das jetzt sagen wird. Hey du, zukünftiger Champ. Bla bla bla. Pokémon von der Pflanze sind sehr schwach gegen Flug-Pokémon. Sei also vorsichtig. Ja, wir werden aber hier natürlich andere Leute treffen als... guck mal, wir können die Trainer theoretisch überspringen. Das ist ja interessant. Machen wir aber nicht. Währenddessen muss ich mir gerade das Niesen verkneifen. Deshalb entschuldigt bitte die merkwürdigen Gesichtsausdrücke zwischendurch. Du fragst dich, wozu die Höhe gut ist. Das Training hier oben festigt. Ich habe die ganze Zeit festgelegt. Dann hat der Satz überhaupt keinen Sinn gegeben. Das Training hier oben festigt das Band zu unseren Vogelpokémon. Wollen wir doch mal sehen, ob du Falk gewachsen bist. Genau, im Deutschen heißt er Falk, im Englischen Falkner. Aber hier ist es Weightlifter Tristan. Mit Schneckmack. Alles klar. Manny ist ein bisschen underleveled. Das heißt, wir switchen mal direkt. Eigentlich müssen wir auf Toni wechseln. Gegen Schneckmack. Machen wir aber nicht. Gehen wir mal. Na, Rollo bringt gar nichts, denn Schneckmack ist Gestein. Wobei Gestein nicht Boden ist, aber... Stimmt eigentlich. Ich glaube, es ist fast am besten, wenn wir Rollo einsetzen. Zumal wir auch zwei Ultraschall einsetzen könnten. Wobei, Moment, das wäre jetzt eigentlich gar nicht so schlau. Ja, vor allem nicht, wenn da ein Gena ist. Sind wir schneller? Ja, wenigstens das. Ja, jetzt schlafen wir. Das heißt, wir dürfen jetzt wieder auswechseln. Weil wir nicht aufwecken wollen. Ja, Mann, ich schaff das nicht. Und auf Susi möchte ich nicht wechseln gegen den Feuer-Pokémon. Also muss Olaf ran. So, Aufruhr mal wieder. Alles klar. Damit ist Schneckmark besiegt, auch wenn jetzt leider unsere EP auf ziemlich viele Leute aufgeteilt werden müssen. Genau, Rollo erreicht damit sogar Level 9, alles klar. Und Weightlifter Tristan ist besiegt. Ich würde fast sagen, wir rennen nochmal ganz schnell wieder ins Pokémon Center, denn wir brauchen jedes unserer Pokémon und wenn da eins von schläft, ist das blöd. Wir waren übrigens gar nicht in der Trainerschule, ne? Also ich meine, eigentlich ist die natürlich nicht so notwendig, aber ich glaube, man kriegt da irgendwas, oder? Kann man nicht irgendwas? Wir gucken da mal kurz rein gleich. So. Komm bald wieder. Ich weiß auch gar nicht, dass die sagen, komm bald wieder, ist ja eigentlich schon ein bisschen frech, oder? Das heißt ja, die wollen, dass unsere Pokémon verletzt werden. Finde ich ein bisschen dreist. Kommen wir von irgendwie was? Nein. Brauchen keine Gruppen. So. Die beiden tauschen oder was? Ja. Ich wollte eigentlich ein Item von irgendwen kriegen. Okay, offensichtlich möchte keiner uns ein Item geben. Gut, dass wir da nachgeschaut haben. Da könnten wir zertrümmern. Wir haben ja gleich Zertrümmerer. Also den Zertrümmerer haben wir schon. Aber wir können ihn noch nicht einsetzen. Was? Nochmal. Was macht der mit uns? Und warum redet er Französisch? Ich bin der Lehrer. Du solltest machen Training hier. Alles klar. Ich würde gerne mal wissen, was da in der französischen Version gesagt wird.
Rums. Oh, obwohl ich dich plötzlich angerempelt habe, bist du nicht umgefallen. Respekt. Wir trainieren ja Tag und Nacht die stärksten Vogel-Pokémon. Naja, das sehe ich ein bisschen anders, denn das, was du mir hier anbietest, Weightlifter Jessica, ist ein Schneckmack. Offensichtlich wurden Taubsies durch Schneckmacks ersetzt. Wir können es ja mal probieren jetzt hier, ne? Ah, Manfred, du musst schon treffen. Aber Schneckmack trifft auch nicht. Dem ist das Fund auch vermutlich nicht so viel Schaden macht. Aber naja, mal gucken. Schneckmack schläft tief und fest. Nur, immerhin. Achso, war ein Volltreffer. Okay, das relativiert das Ganze dann schon wieder. Ich sehe außerdem gerade, dass ja, das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass hier tatsächlich die Namen gar nicht lowercase sind. Also, dass alles groß geschrieben ist. Natürlich ist Manfred vergiftet. War das der einzige, den er hat? Der Schaden durch das Gift ist eigentlich fast höher als das, was Schneckmack und so verursacht. Also wir können sie auf jeden Fall hier schlagen, nur müssen wir dann schon wieder gleich wegrennen. Vor allen Dingen weiß ich nicht... Ich habe es immer noch nicht nachgelesen, wie das war mit... dem Schaden, den wir kriegen, ob der Schaden sich auflöst. Jetzt bekommen wir schon mal wieder KP, das ist gut. Wir haben Aussetzer erlernt. Nett, aber viel bringt es nicht. Offensichtlich hat er auch ein zweites Pokémon. Sonst hätte nämlich der Giftschaden schon nicht mehr stattgefunden, was mir deutlich besser gefallen hätte. Wir gehen mal wieder auf Olaf. Auf Ruhe. Sehr gut. Olaf haut hier rein. Weightlifter Jessica wurde besiegt. Haben wir noch ein Gegengift? Habe ich keine Lust nochmal zum Pokécenter zu rennen. Dann machen wir das einfach so. Und tauschen Manfred mit... Ja, wobei es wird wieder ein Schneckmark vorne sein, ne? Trotzdem, wir wollen mal wieder Susi ein bisschen leveln. Und dann sprechen wir jetzt mit Falk. Ich bin Falk, der Arenaleiter von Viola City. Die Leute sagen, mit Elektroattacken könne man Pokémon vom Typ Flug ganz leicht die Flügel stutzen und machen sie über mich lustig. Das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn du erst einmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist. Na ja, Marilyn. Autor Marilyn. Deine Schneckmack kann nicht so gut fliegen, glaube ich. Und das wird dir Susi beweisen, indem, ich weiß gar nicht, aber gut konnten die, ne? Ja, können wir das nicht riskieren, das können wir nicht machen. Aber ich glaube, Gesteinsattacke haben wir jetzt nicht unbedingt. Geh mal auf Rollo. Oh, schon wieder Gena. Das ist doch nervig. Gena ist echt eine nervige Attacke. Können wir jetzt einmal wieder Ultraschall einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob es theoretisch möglich wäre, durch die Glut dann zu brennen, um damit quasi den Schlafschaden abzuwehren. Also den Schlafschaden ist übertrieben, aber wir warten jetzt ein bisschen. Rollo hat ja ein paar HP. Eine Runde können wir das noch riskieren. Ja, jetzt müssen wir switchen. Schade, schade. Das heißt, wir switchen direkt wieder auf Olaf. Olaf ist hier wieder unser MVP. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level sich Olaf entwickelt. Oh, Olaf kriegt ganz schön viel Schaden und brennt natürlich. Wie viel Pech haben wir denn in diesem Fight? Wir haben keinen. Das ist Verwirrung. Also brennen, dann bekommen wir halt dauerhaft Schaden. Außerdem wird unsere
unser Angriff halbiert. Aber wir greifen ja eh mit Special Angriff an. Also ist das erstmal nicht so entscheidend. Trotzdem ist es natürlich sehr nervig. Und Duster. Das ist auch Feuer. Wir sind halt hier komplett angeschlagen, ne? Level 13. Ich hätte nicht gedacht, dass Level 13 ist. Jetzt könnten wir ein ganz schön großes Problem haben. Susi können wir nicht einsetzen. Rollo schläft. Dann müssen wir Rollo nehmen und Limonade aufpeppen. Trank reicht auch. Und hoffen, dass Rollo aufwacht. Aber das ist doch schon wieder saunervig. Rollo, du musst aufwachen. Danke. Wir haben unseren Starter verloren. Jetzt machst du Jaula, ja? Vor allen Dingen, Glut ist special. Von daher, noch bin ich nicht abgestürzt. Aber Olaf, unser MVP. Ja, Fight ist gewonnen. Aber Olaf. Okay, Rollo ist jetzt neuer Lead offensichtlich. Spieler besiegt auch Autor Merlin. Oh, das war ein teuer erkämpfter erster Orden. Verflixt. Das waren die geliebten Flug-Pokémon meines Vaters. Aber ich bin kein schlechter Verlierer. Hier, nimm das. Diesen offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Erscheine dir, dass du gegen mich gewonnen hast. Hiermit vielleicht dir den Flügelorden. Och Mann. Olaf. Wenn du im Besitz des Fliegenordens bist, gehorchen dir alle Pokémon mit einem Level bis 20. Das ist uns jetzt nicht so. Das bewegt uns jetzt nicht so. TM51. Mal schauen, was das ist. Das ist nämlich auch randomized. Ja, offiziell ist es hier Ruheort, aber. Tut mir sehr leid um Olaf. Eisenabwehr. Wow. Tja, wir haben jetzt den ersten Orden bekommen. Jetzt wird uns erstmal Professor Lind anrufen. Hallo Nergo, ich habe noch eine Entdeckung gemacht. Genau das kann ich nicht sagen, aber ich möchte unbedingt, dass du das Ei an dich nimmst. Mein Assistent wartet im Pokémon-Supermarkt von Viola auf dich. Ach, im Supermarkt wartet er diesmal? In den Grundspielen ist es immer im Pokécenter, in das wir jetzt natürlich auch nochmal gehen werden. Aber bevor wir das tun, müssen wir leider noch was sehr, sehr Trauriges machen. Ach, Olaf. Du warst nur kurz bei uns. Warst du sehr kurz bei uns, aber wir haben dich sehr lieb gewonnen. Leider musstest du von uns gehen. Weil ich nicht gut aufgepasst habe. Du bist nun an einem besseren Ort, nicht mehr in meinem Team. Ich hoffe, mir wird es hier besser gehen. Vielen Dank.
Ja, ein trauriger Moment für diese Folge. Aber das Leben muss weitergehen. Und somit haben wir jetzt den ersten Orden. Immerhin etwas Positives, was wir hier mitnehmen können. Und wir werden noch jemand anderen finden, der Olaf zwar nicht ersetzen kann, denn niemand kann Olaf ersetzen, aber doch ein genauso wertvolles Mitglied der Gruppe werden kann, wie es Olaf war. Ich denke, ich werde auch demnächst mal eine Grinding-Session anlegen müssen. Denn mit Olaf ist auch unser stärkstes Teammitglied von uns gegangen. Aber gut, dafür haben wir jetzt ein Ei. So hätte er es gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Was soll ich denn damit machen? Soll ich es anfeuern, während es durch die Gegend rollt oder was? Das Gespräch war bereits eine ganze Weile im Gang, als Professor Lind plötzlich laut durchs Labor rief: Dann ist Nergal genau der Richtige für uns. Danach bat er mich, dir dieses Ei zu überreichen. Das heißt, Pokémon schlüpfen erst dann aus ihrem Ei, wenn sie eine Weile an der Seite von munteren Pokémon verbracht haben. Und genau deswegen denke ich auch, dass du das Ei haben solltest, Nergal. Pass gut darauf auf. Ja, so ist das. Die einen treten aus dem Leben, andere kommen neu ins Leben dazu. So ist der ewige Kreislauf des Lebens. Und wer sollte das besser können als die Kimono-Girl, die jetzt hier vor uns steht? Na, nur dieses Ei. Hohohoho, ich verstehe. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Seit wann werden wir hier gesiezt? Das ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Zieht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Gut, gehabt euch wohl. Komische Frau. Eigentlich sollte, was in diesem Ei ist, auch gerandomized sein. Manchmal bewegt es sich. Es wird bald schlüpfen. Oh. Das hört sich nach einem Carpador an, oder? Also normalerweise braucht man relativ viele Schritte, bis sowas passiert. Wenn das nicht geskriptet ist, dass das Ei früher schlüpft als sonst. Also dass es quasi schon länger einige Schritte schon existiert, obwohl man das selber noch nicht im Team hatte. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann da eigentlich nur ein Pokémon drin sein, was ganz schön schnell schlüpft. Und das spricht sehr für ein Carpador oder so. Naja, gut, wir haben jetzt als ernstzunehmende Leute in unserem Team Susi, Manfred und Rollo. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen hier auch an Nora zumindest aufziehen. Vielleicht auch sogar ein bisschen nach Toni in das Team holen. Erstmal gucken wir aber, was wir als neues Pokémon auf dieser Route bekommen. Und es ist ein Rihorn. Ist okay. Da gibt es Schlechteres. Das finde ich ganz gut. Mit Hornattacke sogar. Können wir vielleicht mal ein, zwei Pfund noch machen, wobei Pfund halt nicht viel Schaden machen wird, auch wenn wir deutlich höheres Level haben. Ja, okay. Wir lassen das dann lieber mit dem Schwächen, weil das wird nichts. Ich habe noch gar keine neuen Bälle gekauft, ne? Wir sollten noch mal gucken, ob es Superbälle inzwischen gibt. Wir haben immerhin einen Orden. Ah, schade. Könnte natürlich versuchen, das mit Blubber zu schwächen. Aber ein Rihorn im Team finde ich ganz geil, zumal wir sogar einen Rihornior hier bekommen können. Och, komm schon. Los. Komm in unser Team. Ist er aufgewacht? Okay, aber Hypnose hat bei uns eine gute Trefferquote. Also schlafen sollte es auf jeden Fall. Chance deutlich höher, wenn ein Pokémon eine Statusveränderung hat. Und davon sollte Schlaf sogar die beste sein, wenn mich nicht alles täuscht. Komm, komm. Ja, ist schön. Damit können wir Rihorn auch ins Team aufnehmen, auch wenn wir jetzt gerade keinen Platz im Team haben. Aber ich denke, da werden wir mal gucken, für wen wir den austauschen werden.
Es schert sich nicht um Hindernisse. Es greift an und zerstört alles, was sich ihm in den Weg stellt. Ja, wir wollen Rihorn einen Spitznamen geben, nämlich Ralf heißt du jetzt mal einfach schön. Ich finde das übrigens nicht schön, wie diese Buchstaben hier angeordnet sind. Einfach nach Alphabet. Warum werden die nicht hier... Nein, nicht in Friedhof übertragen. Ich habe ihn übrigens Ralf mit PH genannt, wie ihr gesehen habt. Da war mir gerade nach. Auf gar keinen Fall darfst du in Box Friedhof sein. Das war ja eine neue Route, oder? Das muss ich leider mal in Erfahrung bringen, aber ich meine ja. Weg hier, nicht in Box Friedhof. So, erstmal gehen wir ja selber in Box 1. Und dann tauschen wir... Ja, komm, also ich finde fast Raupi besser als unser... Als unser Geweiher hier. Warum haben wir Geweiher eigentlich gar nicht benannt? Hä? Hatte ich Geweiher keinen Namen gegeben? Das tut mir leid. Aber das zeigt, wie groß meine Bindung zu Geweiher ist. Hä? Ah, Moment. Doch, Toni heißt es. Ich war gerade verwirrt von der Anzeige. Weil oben steht Geweiher, aber darunter steht dann der Name. Okay. Ich dachte schon. Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Alles klar. Ja. Können wir nochmal einmal heilen, wenn wir eh schon hier sind. Wir gehen auch gleich nochmal in den Supermarkt und gucken, ob es nochmal Superbälle gibt, wie gesagt. Oh, ich bin immer noch so traurig um Olaf. Naja, was soll's? Lässt sich nicht mehr ändern. Ich guck nochmal in den Supermarkt. Na komm, wenn ich es denn durch die Tür schaffe. Nee. Gibt nur Pokebälle, aber ich denke, wir sollten trotzdem noch mal einige holen. Nein, nicht zwei. Sondern lieber 10. Das ist okay, dann kriegen wir noch einen Premierball dazu und den Rest sollten wir dann schon in Superbälle packen können. Ich würde mir auch gerne noch ein Gegengift auf jeden Fall holen oder sogar zwei. Vielleicht sogar drei. Komm, wir können uns nochmal drei. Das war sehr, sehr nervig mit den Gegengiften. Den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht. Allerhöchstens noch ein Fluchtseil. Wollen wir ein Fluchtseil noch holen? Aber das ist teuer. Nee, das war aber nicht. Ist mir zu teuer. Wir können allerdings mal eben die Beleber verkaufen. Denn die dürfen wir eh nicht nutzen. Und die bringt immerhin 750. Alles klar. So. Ich muss jetzt noch einmal kurz checken, aber das war ja eine neue Route, ne? Route 32. Vorher waren wir auf Route 31. Alles klar. Das ist Route 36, wo wir eigentlich nicht sein durften. Und in Alfruin, ja, da war ja auch sowas, ne? Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei. Die sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City hart trainiert hast. Die Pokémon-Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das für dich als kleines Andenken. Wenn du das einem Pokémon gibst, soll angeblich die Stärke all seiner Attacken von Typ Pflanze gesteigert werden. Wundersaat erhalten. Guck mal, das war nicht gerandomized. Ist ja interessant. Jetzt ruft auch noch Julian an. Guten Abend, Ergo. Julian aber parat, noch wach? Neulich habe ich ein Macholo geplättet, saß einfach nur da und ließ es über sich ergehen. Naja, was soll's auch groß tun? Wir sind ebenso stark wie diese Welt. Bis später dann. Gut. Oh, Ralf trägt sogar was. TM 67. Ich glaube, Ralf, wir sind hier am Beginn einer großen Freundschaft. Was ist denn TM 67? Blitzkanone. Ich kann doch bestimmt unser Elektroball lernen. Wer was erlernen kann, ist auch leicht randomized. Vom gleichen Typ können die das eher lernen. Susi kann das auch lernen. Wir sind hier noch in Generation 4, das heißt, man darf die nicht beliebig oft einsetzen. Stärke 120, Genauigkeit 50 ist natürlich nicht so geil.
Aber ich würde fast sagen, dass das für Susi noch besser ist. Es sei denn, Susi nochmal... Susi ist aber physisch und nicht speziell. Nee, dann können wir das Susi nicht geben. Rollo dagegen ist speziell. Soll ich ihm das geben? Wir sollten uns auf jeden Fall jemanden zur Trümmerer beibringen. Susi kann das und Manfred. Ich glaube, für Manfred wäre das ganz geil, weil Manfred hat nur Scheißattacken aktuell. Wobei, eigentlich ist Manfred ja speziell, ne? Naja. Wir können jetzt noch einmal ganz kurz nach oben, auch wenn ich da gerade herkomme, aber mir ist es gerade eingefallen. Viel mehr werde ich in dieser Folge auch nicht mehr machen, also wenn euch das jetzt nicht mehr interessiert, dann ne, könnt ihr da auch schon dementsprechend eingreifen. Aber wir können noch einmal hier durchgehen. Tatsächlich ist wie auch Viola City und unter Zertrümmerer-Dingern können auch Pokémon sein. Ist aber diesmal nicht der Fall. Hä? Okay. Ein verstecktes Item, eine Roselbeer. Naja, gut. Ist jetzt nicht so das Allertollste, ne? War hier noch irgendwo was zum Zertrümmern? Hier vielleicht? Also in den Alfruinen auf jeden Fall, aber das bringt uns eh nichts. Hier ist aber auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal hier durch, um zu gucken, ob hier noch irgendwo was hinter einem Zertrümmerer-Ding vielleicht verborgen ist. Aber das sieht eher so aus. Wobei, dahinter könnte was sein. Das ist so ein Standard-Ding. Kann halt auch sein, dass jetzt ein Pokémon angreift. Wie gesagt, das dürfen wir dann aber hier nicht fangen, weil wir sind in den Alfruinen. Da hatten wir schon unseren Encounter, nämlich Lugia. Es hätte auch ein Kabutops sein können auf Level 8. Wäre ein bisschen einfacher zu fangen gewesen, aber so einfach auch nicht. Ich nehme an, wir kommen nicht weg. Ja, das ist schlecht. Das ist nicht ganz so geil. Wir haben halt auch keinen mehr, der wirklich... Ja, Rollo müssen wir nehmen, ne? Wir haben keinen auf einem hohen Level mehr. Ich überlege, ob ich echt eine Grinding-Montage... Ob ich ein bisschen grinde. Ich glaube fast, das sollte ich tun. Wir haben beim letzten Mal Level 13 gehabt. War der Arena-Leiter. Magus wäre. Ich werde tatsächlich jetzt das Folgenende, was jetzt ist, nutzen. Und beim nächsten Mal werden alle Pokémon, die ich hier habe, auf Level 13 sein. Mit alle Pokémon meine ich... Ja, Nora nicht. Nora werde ich vielleicht auf Level 10 hochziehen. Unentwickelt. Und dann gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen näher an mit den Entwicklungen. Die anderen werde ich auf Level 13 ziehen. Das werde ich jetzt machen am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Olaf, du wirst für immer in unseren Herzen bleiben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts dürft ihr die Folge klicken. Unten rechts ein Anspruch von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.